wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Still Trader Helpdesk. Natürlich an der Stelle mit Dirk Hilger. Ich freue mich sehr, dass wir die Veranstaltung heute Abend wieder haben und selbstverständlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich zum Risikohinweis gehe, schon mal natürlich die Info, dass das Webinar nur für Sie gedacht ist und deswegen nutzen Sie gerne die Gelegenheit und stellen Ihre Fragen in den Chat rein, so dass wir oder beziehungsweise der Dirk das nach und nach abarbeiten kann. Und in der Zwischenzeit gehen wir einmal kurz den Risikohinweis durch, denn wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es heute weniger ums Trading geht, aber das weiß man beim Dirk nie. Deswegen soll dieser Satz natürlich gesagt sein. So, dann würde ich sagen, übertrage ich schon mal den Bildschirm oder übergebe den Bildschirm. Und der Dirk freut sich natürlich über die Fragen, die jetzt gleich alle sekündlich reinkommen. Genau. So, So, mein Bildschirm ist da. dein Bildschirm ist da. Du hast schon das Licht ausgemacht, beziehungsweise die Lichter an. Ja, genau. Sehr Ja, das wäre eigentlich auch mal lustig, schönes hier einfach Bild. mal Licht ausmachen, mal im Dunkeln hier hinsetzen. Das wäre eigentlich auch mal ganz witzig. So sieht Köln gar nicht schlecht aus, ne? Ja, ne? So aus der Perspektive, aber leider ist es nicht der Ausblick aus meinem Wohnzimmer. Das ist, glaube ich, irgendwie vom Hyatt Hotel oder so. Das wäre nämlich dann schon ganz nett. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Tag, hallo und herzlich willkommen hier heute zum Helpdesk-Webinar mit meiner Wenigkeit und dem Nelson. Wie immer als Stargast dabei. Und wir freuen uns auf eure Fragen, die ihr hier gerne live stellen könnt. Und wir versuchen dann entsprechend drauf einzugehen. Das ist soweit der Plan. So, aber es ist ja ganz schön still. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass ich in einer Viertelstunde wieder weg bin, dann müsst ihr jetzt eure Fragen stellen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn ihr das wollt. Ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, weil ich gerade noch mit irgendwelchen Updates auch noch zugange bin. Und von daher passt es insgesamt aber ganz gut vom Thema, weil ich sowieso gerade dann halt hier auch in der Technik so drin hänge. Und derjenige auf Engolf Schreibtisch. ist schon gut drauf. Ja, die glaube ich schon mal weg. Haben wir das schon mal geklärt? Nein, also wie gesagt, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, das verstehe ich nicht, komme ich nicht klar mit, richtet sich natürlich auch wie immer gerne und besonders an die Anfänger. Wenn hier welche dabei sind oder Neulinge im Stereo Trader, keine Frage, ist eine doofe Frage. Und von daher einfach raus damit und ich versuche es so gut wie möglich aufzugreifen. Ist der Timo eigentlich da? Ich habe mich hier gar nicht die Liste durchgeguckt. Natürlich. Der ist da, okay. Ja, wir haben vorhin gebettelt um den DAO. Das war ganz lustig. Gab es eigentlich irgendwelche News? So, habe ich da was verpasst? Weiß das einer? Können wir hier die Zeit noch ein bisschen überbrücken, bis hier Fragen reinkommen? Weil ja vorhin so abgeschmiert ist, irgendwie 150 Punkte am Stück. Da habe ich noch zum Team und nämlich vorhin noch gesagt, jetzt fehlen eigentlich nur noch die passenden News. Und dann ist der Drops bis zum Nikolaus gelutscht. Und dann irgendwie ist er abgeschmiert. Höre nur nichts, sagt der Johannes. Das ist sehr traurig. Also ich habe hier Mikrofonpegel, ich kann den auch nur lauter stellen, aber ich glaube, daran soll es nicht Ja, liegen. an der Lautstärke liegt es nicht, ist alles gut. Nee. So. Kann man im. Nehmen wir doch mal den. Ah, nee, da ist doch schon einer. Moment, wo ist er hin? Habe ich einen Cut? Hä? Da war doch einer. Wo war denn der jetzt hier mit dem irgendwas mit Mac? Was sehe ich? Ah, ja, genau. Ah, nee. 18:04. iMac. Ja, genau. iMac Parallels, Windows MT10. Sind die Signalverzögerungen durch die Parallels-Software? Das sollten, also wenn da. Das kann ich, also der Heinz, ne? Ah, der fragt, ob hier Signalverzögerungen, ob die zu vernachlässigen sind mit Parallels. Also ich habe selber lange Parallels genutzt auf dem Mac.
Und was mir damals aufgefallen ist, sobald man irgendwie WLAN aktiviert hat und gleichzeitig halt eine Kabelverbindung hatte, ging das Ganze ganz schön in die Knie. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich habe es jetzt irgendwie lange hier bei mir auf dem Mac hier zumindest lange nicht aufgehabt. Aber da würde ich mal ansetzen, da dürfen auf gar keinen Fall Verzögerungen sein. Ne? Das wird ja nicht jetzt irgendwie übersetzt oder so, was da halt reinkommt, sondern das wird ja durchgeschleift. Das heißt, das eine hat mit dem anderen da nichts zu tun. Also wenn das, ich sag mal, ich würde es beinahe gesagt, wenn das Bild sich verzögert, eigentlich darf sich da gar nichts verzögern. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ist in Parallels zu suchen. Ne? Und da sollten definitiv keine Verzögerungen sein. Also da würde ich mal wirklich ansetzen. Aber wie gesagt, der Tipp mit dem WLAN, den kannst du dir gerne mal angucken, Heinz, und mal ausprobieren. Wenn du also die Möglichkeit hast, irgendwie Kabelverbindungen herzustellen, vergleich das mal und schalte das WLAN mal aus und dann vergleichsweise mal ein und dann guck mal, ob da eine Änderung dann halt da ist. Also das ist so der einzige Tipp, den ich ja da geben kann. Aber eigentlich funktioniert das sehr sauber alles. Ne? Okay, dann haben wir. Moment, DAX-Chart VPOC. Ich weiß nicht, ob ich mit VPOC hier heute dienen kann, ehrlich gesagt, weil das zu der Abteilung Updates gehört und ich mir da nicht sicher bin, ob das läuft. Ich kann es versuchen, aber kann nichts versprechen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu der Frage vorhin. Ja. Hier ein Teilnehmer, der Ingolf, schreibt: Vorsicht bei Parallels, lieber VirtualBox nehmen. Mit dem Datenstrom hat es nichts zu tun, schreibt er. Ja, VirtualBox habe ich bei mir nie zum Laufen gekriegt. Auf dem Mac. Keine Ahnung. Das ist, behaupte ja mal, dass ich technisch nicht so ganz unversiert bin, aber ich habe das nie hingekriegt. Von daher, ja. Also, wenn ich versuche das jetzt also hier mal. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert. Mit dem VPOC. Ich muss erstmal den richtigen finden hier. Das müsste. Dann der hier sein. Ja, da ist er, okay. So. Dann, was soll ich tun? Ne, also der Ingolf sagt, ach, es liegt nicht am Datenfeed. Also egal, ob das jetzt VirtualBox, wie gesagt, wenn das für den Ingolf funktioniert, ist super. Ich hätte es mir gewünscht, dass es bei mir funktioniert, aber es wollte irgendwie nicht. Aber da darf es keine Verzögerung geben, auf keinen Fall. Das ist. Okay, so, der Karl, dann gib mir mal Feedback bitte. Was soll ich damit jetzt tun? Also das hier ist der VPOC, das Add-on vom Orkan. So, was soll ich umstellen? 1.15 bis 22.15. Okay, aber dann sag mir doch mal bitte, worauf wir hier hinaus wollen. Das soll jetzt hier keine. Wie nennt man's? Wie nennt man das nochmal? Die Rallye, bei der man alle 2 Meter was Neues kriegt? Fällt mir nicht mehr ein. Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt doch, wenn man so mit einem Auto eine Rallye macht und wo man dann irgendwie an jeder Etappe was Neues erfährt. Das hat doch einen bestimmten Namen. Mir fällt der Begriff nicht mehr ein. Nein, deswegen bitte, lieber Karl, sag uns, wo wir hin wollen. Wo ist das? Ja, Schnitzeljagd. Genau. Haben wir es doch. Eine Schnitzeljagd. Meine Güte. Was denn? So. Ich versuche trotzdem mal hier zu folgen. Weil vielleicht ist, weil ganz oft ist es ja wirklich Verständnisproblem. Also, wo soll ich ihn hinstellen? Auf 1.15. Fängt ihr da an, der DAX? 1.15, 22.15. Okay. Ah, die Leiste unten. Ja, gut, es kommt dasselbe raus. Soll, behaupte ich mal. 1.15, 22.15. Ja, weil die macht ja nichts anderes als das, was ich im Setup gerade eingestellt habe, halt eben von dort aus dann fällen. Das ist kein Unterschied. Okay, habe ich getan. Ich weiß auch immer noch nicht, was der, wo ich jetzt hier ansetzen soll.
Also wer das Add-on nicht kennt, kann ich vielleicht auch mal kurz darauf eingehen, wer sich da fragt, was wir hier sehen. Also es ist halt eine Information und Indikation vom Orkan Kuyas. Und das heißt, hier wird also im Hintergrund wird also erstmal werden die Werte für für die Value Area, ne? Also das heißt, das, was an Future Volumen gehandelt wurde am Tag, werden halt hier entsprechend dargestellt. Das ist also dann kein Tick-Volumen mehr, worauf das Ganze basiert. Also jetzt zum Beispiel hier ein Point of Control oder so, sondern das ist dann halt aus dem Future bezogen. Genauso wie hier die rote Linie, nicht die rote, sondern hier die, wo ist er? Der VWAP, genau. Also hier diese rote und blaue Linie, das ist der VWAP. Und das heißt, das kommt alles dann aus dem Future und wird also hier auf den CFD quasi projiziert. Und da läuft halt ein Service von uns im Hintergrund und der den ganzen Tag also das Add-on dann im Endeffekt mit Informationen halt versorgt. Und das ist basiert, wie gesagt, also generell ist es jetzt, also das allein ist natürlich jetzt nicht eine Erfindung vom Orkan, er handelt aber halt damit wohl sehr erfolgreich in seiner Strategie. Und das kann man eben halt über ihn bekommen. Und das ist relativ verbreitet. Es gibt einige hundert User, die das verwenden. Und von daher ist halt auch recht populär das Ganze. Aber ist manchmal steckt das so ein bisschen der Teufel im Detail. So, okay. Also in der Leiste unten habe ich gemacht. Wenn ich neu starte, ist es wieder beim Alten. Also ich soll jetzt ach so, das hier, ja. Das kann schon sein, ne? Also weil wenn man hier die Zeiten ändert, also diese Zeiten, ne, die ich hier ändere, die wirken sich, also wenn ich jetzt hier auch was anderes eingebe, kann ich ja gerade mal gucken, ob das jetzt hier in der Version stressfrei funktioniert, aber die wirkt sich dann halt darauf letzten Endes aus, egal was hier steht, ne? Richtig, das wird nämlich hier nicht umgestellt, es wird aber halt berücksichtigt. Und wenn ich das VPOC starte, zieht er sich in der Regel die Zeit dann halt wieder hier raus. Und damit hängt das zusammen, ne? Und davon würde ich mal ausgehen, dass das gemeint ist. Und das ist auch eigentlich richtig so. Das mag zwar schon mal ein bisschen nervig sein, also wenn ich Timeframe-Wechsel mache, aber es hat trotzdem seine Richtigkeit an der Stelle. Er steht hier immer noch auf 1,30. Aber wie gesagt, wenn ich das Ding komplett neu starte, würde ich halt schon tippen, dass das nochmal dann auf Original dann nachher steht. Na, weil generell funktioniert es schon. Aber kann ich ja mal gucken, also wenn da halt, du hast ja gerade geschrieben, irgendwie eine Timeframe-Wechsel ist aber auch geblieben, ne, oder? Mit einem zweiten Chart, ja. Das kann sein. Da müsste ich jetzt glatt den Timo fragen, ehrlich gesagt, weil der Timo hat das Ding programmiert, nicht ich. Ich habe da relativ wenig eigentlich mit zu tun. Aber es kann halt sein, wenn das im zweiten Chart drin ist, dass sich das überlagert und ich bin nicht sicher, ob da eine Unterscheidung ist zwischen passiv und aktivem Chart. Weiß ich ehrlich gesagt aus dem Stegreif gar nicht. Aber wie gesagt, wenn es im zweiten Chart drin ist, weil an irgendeiner Stelle muss er sich ja merken und wenn die sich dann natürlich halt überschreiben gegenseitig, wäre das ja halt auch ein Grund. Okay. 18:12 Uhr, Thorsten. Okay. Der Thorsten. So. Er schreibt, ist vielleicht etwas zu speziell. Ja, okay. Ich lese es mal durch. Also, mal gucken, was macht denn hier der Daumen im Hintergrund? Hängt rum, gut. So, ist ein langer Text. Ich muss da erstmal kurz durchsteigen. Man kann es hier irgendwie aber nicht vergrößern. Ne? Ich muss da wirklich in dem Mini-Ding hier rumscrollen. Okay. Ich versuche es mal irgendwie hinzukriegen. Also, vielleicht etwas zu speziell, aber ich versuche es trotzdem. Ansonsten würde ich über den Support. Bei mir schmiert das TCL nach Installation innerhalb der nächsten 24 Stunden ab. Das heißt, TCL verschwindet aus allen Fenstern. Danach bleibt mir nur noch die komplette Neuinstallation des Stereo-Traders.
Okay. Inklusive CCL, nur CCL wegmachen und neu installieren bringt nichts. Da, 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 da. Aber die 2755, der Text ist ein bisschen lang. Ja, also CCL ist natürlich jetzt wiederum ein Add-on. Das Add-on ist von mir. Kann ich natürlich nicht nachvollziehen, ne? Das ist das Problem. Also ich weiß, dass das sich einfach mal verabschiedet, also was heißt verabschiedet, das schmiert nicht ab, ne? Sondern das beendet sich. Und das liegt halt daran, also das Phänomen tritt bei mir auch auf. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das in den Griff kriegen soll. Ich finde es jetzt aber nicht so schlimm, wenn man es einfach wieder neu reinziehen kann. Das liegt an der Synchronisation, weil das halt ja, also das Live-Chart, ja, so sieht das Ding ja halt aus. Gucken, was jetzt hier funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt hier genau funktioniert und was nicht. Ja. Natürlich jetzt der falsche Timeframe. Kann mal gucken, ob ich hier 2, 3, H1. Nee, da irgendwie da keine Lust drauf oder ist da nichts? Meine Stimme um auf H1, ob man es dann halt sieht. Ah doch, da geht's. Da kommt er. Das heißt, ja doch, also, das ist, da musst du mal drauf achten, dass, wie gesagt, das ist halt ein Ex, das ist kein Add-on eigentlich in dem Sinne im MetaTrader, sondern das ist ein eigenständiges Programm und das synchronisiert sich halt im Hintergrund mit dem MetaTrader. So, wenn der MetaTrader irgendwie damit beschäftigt ist, sich über Nacht irgendwelche Updates zusammenzusuchen, was er ja ständig macht, nur mal zum Beispiel. Und wenn dann da halt irgendwie für, ich glaube, mehr als 10 Sekunden oder so, die Kommunikation zum Erliegen kommt und dann denkt, das Live-Chart, der MetaTrader ist nicht mehr da und beendet sich dann. Ne? Das ist also insofern leider normal. Wie gesagt, kann man sicherlich mal verbessern, ist aber jetzt halt kein Beinbruch, ne? Und passiert halt hin und wieder. Also bei mir auch irgendwie so alle 1, 2 Tage ist es dann halt mal weg und dann muss ich es halt wieder reinziehen und dann ist halt gut. Ja, aber es dürfte natürlich trotzdem nicht passieren. Wo ist er denn jetzt hin? Es dürfte natürlich trotzdem nicht passieren, dass neue Installation vom SteroTrader, weil da gibt es eigentlich gar keinen Zusammenhang so wirklich. Ne? Deswegen verstehe ich das nicht. 2755, MT5, Windows 10 eigentlich auch kein Problem. Das klingt, da wäre halt eher meine Frage, was haben die beiden Rechner sonst noch an anderer Software gemeinsam? Nicht, dass da irgendwas im Hintergrund ist. Es gibt halt wirklich so ganz pseudoschlaue Virenprogramme, ne, die gerne auch mal irgendwie Sachen wegräumen, die sie dann einfach nicht gut finden, ja, so nach dem Motto, ah, da ist ein Schadcode drin und räumen das dann halt mal in Quarantäne. Und das habe ich auch schon gesehen, sowas. Und dann fehlen dann halt plötzlich irgendwelche Dateien und dann geht halt nichts mehr. Und das wäre so irgendwie mein erster Verdacht, ne? Oder halt, es gibt auch irgendwie so Server-Administrations- Software, also wenn es auf dem Server läuft zum Beispiel, die dann halt auch einfach auch immer wieder Strukturen wiederherstellt. Ne? Also ist alles gut gemeint, aber das funktioniert halt dann ganz oft irgendwie nicht und stellt dann halt alte Strukturen wieder her, nur weil es damit aus irgendwelchen Gründen halt nicht einverstanden ist. Das wäre so meine Vermutung, weil aber generell, das ist ja nur eine Datei vom Prinzip her. Ne? Da wird ja nichts irgendwie im System oder so installiert. Die Datei, also die das Programm beinhaltet, das Traders Club Live, die liegt halt in der Struktur vom MetaTrader, das ist richtig, aber die verändert dort nichts. Ne? Also klar, die speichert ihre Dateien beziehungsweise puffert halt die Ergebnisse, aber das sind ja nur da kleine Datendateien. Aber da wird ja nicht ins System eingegriffen oder so. Deswegen. TCL in mehreren Fenstern laufen, wird hier gerade noch ergänzt. Nee, habe ich auch. Also ich habe das ja bei den Webinaren ja auch immer in mindestens 2 Fenstern gleichzeitig, plus irgendwie in 2 Instanzen, also mindestens 4-mal gleichzeitig. Das kann nicht das Problem sein.
Virenprogramm schon deaktiviert. Ja. Ach, das muss irgendwas sein, was da im Hintergrund operiert. Und ja, da fragt gerade der Antonio auch noch zum Live-Chart, was bedeutet das TAD? TAD bedeutet eigentlich Trade. Also das ist halt dafür vorgerüstet, dass es halt Trades übertragen kann. Und da war ich vielleicht einfach ein bisschen schnell mit dem Button, ja. Also die Funktion geht eigentlich schon. Die werden halt nur, ich habe es halt nur jetzt auf dem Server noch nie verwendet. Also das hier ist ja das Client-Ding, ne? Und ich habe das ja halt serverseitig, das heißt als Sender. Dort habe ich das nur noch nie verwendet. Das ist also generell drin, dass das Ding Trades darstellen kann. Dafür ist es gedacht, aber es gab bisher einfach noch keinen. So, also es wird sich sicherlich mal ändern. Aber das ist der Hintergrund davon. Okay. Also da, Thorsten, am besten irgendwie wirklich da nochmal gucken. Ansonsten, das ist natürlich auch kein Fall für FX Flat, sondern das ist etwas, das mache ich selber, weil es ja auch eine Geschichte ist, die ich privat ja auch anbiete. Und deswegen schick mir dann einfach nochmal bitte eine Mail. Einfach an Support Ad, das kommt dann bei mir raus. Gut, okay. Wir bleiben uhrzeitmäßig bei 18:12 Uhr. Horst. Ah, okay. Oh, hier. Ich muss hier echt so scrollen, ne? Ich sehe das. Ist das bei dir irgendwie größer? Ich sehe hier immer nur Nee, zwei du Zeilen. kannst das Fenster ja Wie? ausdocken. Nee, wie sagt man? Du weißt, was ich Ja, meine. abdocken. Abdocken. Den Und habe dann ich, kannst du es aber. entsprechend vergrößern, ja. Nee, Aber kann die ich hier. Schriftgröße wird nicht größer. Du kannst nur Nee, halt ich sehe mehr auf trotzdem. einmal sehen. Ja, ich habe das ja abgedockt, aber das ist, ich kann halt, ich sehe trotzdem immer nur drei Zeilen, zweieinhalb. Ich muss da hier irgendwie. Okay, das ist bei mir nicht der Fall. So. In meinem Live-Chart. Was? Live-Chart? Ach, schon wieder Live-Chart. Wir machen Live-Chart-Helpdesk. In meinem Live-Chart des MD5 verschwindet das Eingabepanel an den ganz rechten Rand und ist unsichtbar. Was ist mit Eingabepanel gemeint? Mit Ende des Charts vom Rand verschieben? Ist das hier damit gemeint? Ja, das die E-Mail, die wir bekommen haben und wo eigentlich wo der Support sich definitiv melden wird. Aber wenn du die Antwort weißt, dann sehr gerne, können wir natürlich auch hier Ja, kurz machen. aber das ist ja wieder Live-Chart, ne? Da habt ihr ja nichts mehr zu tun. Nee, Deswegen. ich glaube, hier ist einfach, also ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass das jetzt mit dem Add-on zu tun hat, sondern einfach nur, dass ein Live-Chart und dass der Stereo-Trader-Panel nicht zu sehen ist. So fürchte ich das, aber kann Okay. natürlich der Fragesteller mich hier an der Stelle korrigieren. Also, wie gesagt, es ist hier echt brutal irgendwie hier mit dem Lesen. Ja, Order-Panel ist gemeint, ja. Also nochmal, in meinem Live-Chart, egal, verschwindet das Eingabepanel am ganz rechten Rand und ist da unsichtbar. Mit dem Funktion Ende des Charts vom Rand verschieben. Was ist ein Ende des Charts vom Rand verschieben für eine Funktion, Nelson? Helf mir mal. Ist das das hier? Da oben das Ding? Ja, genau, korrekt. Ah, okay. Ja, also ich meine, generell wird ja halt das Ding hier immer so geschoben, bis es, wie es halt passt, ne? Also so viel wie Platz da ist. Und wenn irgendwann kein Platz mehr da ist, verschwindet es halt auch, ne? So, wenn das gemeint ist, kann natürlich sein. Mal gucken, ob sich das damit dann erledigt. Ja, eigentlich nicht, ne? Weil der stellt sich ja selber wieder ein. Das wäre dann aber damit dann halt, ne? Also generell, das klingt aber nach irgendwie zu kleinem Bildschirm oder so halt, ne? Ja, genau, ich schreibe ja nochmal, dass das Order-Panel ist gemeint. Da vielleicht mal gucken, ob wann es halt komisch wird, ist, wenn hier das Skype-Terminal halt, wenn das nicht aktiviert ist, ne? Also hier bei Terminal, und da gibt es ja das Skype-Terminal. Das kann man ja auch generell ausschalten. Und da halt gucken, dass das auf jeden Fall aktiviert ist, weil wenn das andere verschwindet, wie wir gerade gesehen haben, und dann kommt aber das Skype-Terminal zum Vorschein, sodass man halt ja immer noch
Zugriff drauf hat. Gut, den Reset hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber egal. So dass man hier immer noch Zugriff drauf hat. Was macht er denn jetzt hier? Was habe ich getan? Was habe ich denn jetzt gemacht? Kann jetzt keinen Blödsinn hier machen. Ich konnte vorhin gar keinen Stereo-Trailer starten. Ich musste erstmal das Ding kompilieren, weil ich da gerade Änderungen am Vornehmen bin. Das sieht aber irgendwie gerade nicht so gut aus. Machen wir mal weg. So. Mal neu. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen abenteuerlich hier in meiner Umgebung. Da können schon mal komische Sachen passieren. Also, aber wie gesagt, ne, weil das Skype-Terminal, solange das ja sichtbar ist, kommt das ja dann auch zum Vorschein. Also da würde ich dann halt mal drauf gucken. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, weil das irgendwie verschwindet, weil das richtet sich ja einfach nur nach den Abmessungen hier, ne, und berechnet halt, wie viel Platz es halt braucht und stellt sich dann halt dazu passend ein. Da bräuchte ich dann irgendwie am besten mal irgendwie Screenshots, damit man mal ein bisschen besser versteht, was gemeint ist. Weil so ist es halt immer ein bisschen schwierig. Okay, Ja. dann warten wir dann noch auf Input und ansonsten geht's weiter mit Heinz 18:13. Ja. Ja, wie lässt sich die Zoom-Einstellung des Charts so fixieren, dass nach Schließen und Neustarten des MT5 die letzte Einstellung des Charts wieder zu sehen ist? Generell hat ja der Stereo-Trader eigene Funktionen, um den Chart halt zu zoomen. Und es kann tatsächlich sein, dass der nicht immer eins zu eins wieder darstellbar ist, wenn man den Metatrader geschlossen hat. Von daher kann ich tatsächlich gerade nicht wirklich beantworten, muss ich gestehen, weil ich weiß, dass halt hier vor nicht allzu langer Zeit war ich an der Funktion nämlich auch noch dran und bei mir da auch was nicht gefallen hat. Aber generell, also wenn ich jetzt, also brauchen wir nicht zu schließen, kann man ja auch so machen, warte mal. Mal gucken. Was haben wir jetzt hier? H1. Ich kann ja mal irgendwie versuchen, halt hier das zu wechseln. Und dann halt mal gucken, was passiert. Wieder zurück auf Default. Sieht das noch so aus wie vorher, ja, oder? Eigentlich schon, ne? Ja, ich Konnte jetzt glaube irgendwie auch. keinen Unterschied feststellen. Kann ich leider wenig zu sagen, weil es jetzt hier auch funktioniert hat. Also, weil ich weiß nämlich, dass das wurde vorher gespeichert, das aber eigentlich nicht mehr. Also, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und weil es halt nämlich da immer zu komischen Verzerrungen gekommen ist. Welche Version ist denn installiert, lieber Heinz? Also meine ist jetzt natürlich hier irrelevant, bei mir steht wahrscheinlich schon wieder was ganz anderes. Ja, 2663, keine Ahnung, ob das die aktuelle ist. 2662, glaube ich, ist die aktuelle. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Reiter, neue Order, Trail. Order aktiviert. Wieso geht dort nur straight? Jens, 18:15 Uhr. Also eigentlich sollten die alle gehen, ne? Also ich meine, auswählen kann ich ja auch alles. Also generell ist die ja so, gestrickt, dass unmögliche Trails ja gar nicht erst angezeigt werden. Ne? Das heißt, also nur straight sollte eigentlich schon mal nicht sein. Also wenn ich jetzt hier PLH Peak, mal gucken. Und
aktiviert. Ne, dann kann ich den ja auch gar nicht verschieben, zum Beispiel. Und das heißt, also Sachen, die unmöglich sind, erscheinen dann auch erst gar nicht. Ne? Also es geht ja hier jetzt erstmal auf Anhieb. Ne, weil das setzt die ja dann direkt an die Position, wo er dann halt starten würde und nicht erst dann, wenn die Order aktiviert wird. Ne? Gut, TA wird ihm jetzt wahrscheinlich egal sein, oder? Ja, auch nicht so wirklich, okay. Aber ja, SMA12, da gibt es halt einfach nur eine Position, ne? Also grundsätzlich funktioniert das. Der Jens hat nur, tun sie leider nicht. Was tun sie leider nicht? Also sie tun es ja. Dann brauche ich noch irgendwie ein bisschen mehr. Ach so, bei Programmierung, okay. Da sind, und dann geht immer nur straight. Okay. Da würde ich aber sagen, dann kommt doch lieber mal in die andere Gruppe bei Facebook. Testers und Developers heißt die. Und ich glaube, das macht wesentlich mehr Sinn, wenn wir uns dort mit auseinandersetzen. Weil das kriege ich jetzt hier unmöglich irgendwie mal eben dargestellt, warum das wie sein könnte, kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil es kann natürlich ja sein, dass da halt irgendwo in der API irgendwo was hakt. Also da müsste ich jetzt aber hier viel zu tief einsteigen. Deswegen wäre das besser, wenn wir das dort in der Gruppe machen. Also kann natürlich sein, das ist ja nicht auszuschließen. Glaube ich dir ja auch, ne? So, und der Timo sagt, gehen alle bei mir. Also Timo programmiert ja auch mit der API. Deswegen wäre wirklich das Beste, dass du mal in die Gruppe da kommst und dann halt mal irgendwie zeigst, was du da machst. Also einfach mal ein Stückchen Code einstellen und dann kann man sich das mal angucken. Alright. 18:16 Uhr, Norbert. 18:16 Uhr, weiter sind wir noch gar nicht. Was? 16? Yep. Habe ich nicht. Ach, der Norbert. Moment. Doch, hast du. Das so weitergeht, sind wir aber hier. Oh, gleiches Problem. Wie kann ich meine Linien Support Resist auf mehrere Charts übertragen? Gar nicht. Das wäre wieder die Abteilung vom Timo. Wie heißt das Ding, Timo? Der hat dafür ein Add-on. Da kann man einfach Copy and Paste machen und dann geht das auf den anderen Easy Copy. Genau, so heißt das Ding. Mal gucken bei MetaTraderTools.de, net, com, info, tv. Ist immer so schön, wie ihr euch kennt, also wie gut ihr euch kennt. Ja, ich kenne nicht alle seine Domains auswendig. DayTraderTools.de. Okay, also daytradertools.de, easy copy. Da gibt es es auf jeden Fall. Aber nicht irgendwie per Standard jetzt hier mit drin. So. Dann machen wir einen kleinen Sprung. 18:21 Uhr, Thomas. Nee, du hast einen übersehen. Wen habe ich übersehen? Und zwar den Ralf. Den Ralf habe ich übersehen. Irgendwas gibt 18:17 Uhr. Verluste und ja, genau, ne? Ja, der hat vorher schon mal irgendwie gefragt, ganz oben. Das ist wahr. Ja, also da, was soll ich da jetzt sagen? Also der Ralf fragt, ob man Gewinne und Verluste separat darstellen kann in der Historie. Das könnte man eigentlich machen, Nelson, ne? Um dem Ganzen zu entgehen. Also es gibt ja ein Osterei im StereoTrader. Das sogar schon ausrechnet, was da letzten Endes wirklich dabei rauskommt. Und auch diese merkwürdige Verlustbegrenzung von 20.000 Euro, da halt schon mit einberechnet. Aber die dürfen wir bei FX Flat leider nicht verraten. Das ist eine Frage der Compliance. Aber vielleicht wäre das ja eine Idee, dass man wirklich da mal hingeht und dann halt hier. Man sagt, naja gut, du darfst nur Gewinne und Verluste, beziehungsweise, dass man das hat, trennt, muss ich mal drüber nachdenken.
dann könnte man zumindest das Ganze umgehen, weil da kann sich ja dann jeder selber seinen Reim draus machen, beziehungsweise das dann halt wesentlich leichter ausrechnen. Gut. Aber vielleicht schreibst du mir auch einfach mal eine Mail, Ralf, und berate ich dir mal das Osterei. Bist du damit einverstanden, Nelson? Ja, wenn ihr direkt Okay. miteinander kommuniziert, ist alles gut. Okay. Ralf, war Also. nicht mit Absicht, dass ich deine Frage nicht gesehen habe, entschuldige. Dann aber tatsächlich jetzt Thomas, 18:21 Uhr. So, wenn die Summe von zwei Positionen nicht stimmt, liegt das an FX Flat oder am Stereo Trader? Ich behaupte mal, das glaube ich ja erstmal nicht, dass das nicht stimmt, ja. Das ergibt ja, also grundsätzlich natürlich nicht an FX Flat, wenn dem so sein sollte, weil das wäre ja fatal. Also wenn FX Flat irgendwie sich da verrechnen würde, dann hätten die, glaube ich, ein Problem, dann würde es FX Flat auch nicht mehr lange geben. Von daher muss man das, glaube ich, mal kategorisch ausschließen. Mit der Formulierung bist du einverstanden, Nelson, ne? Ja. Also von daher, das schließe ich mal komplett aus. Aber es ist auf jeden Fall, es ist so, dass der Stereo-Trader ja auch der auch hingeht und ja auch Teilauflösungen und so weiter alles Mögliche mitrechnet, ne? Das heißt, was ich als Trade sehe, ja, das ist nicht unbedingt das, was auch irgendwie gerade offen ist und auch nicht unbedingt die Summe von zwei Positionen, sondern das ist ja halt die Gesamtrechnung des Trades. Und von daher, ich behaupte mal, die ist richtig. Also, weil gerade in der Statistik, da steckt so viel. Ich habe heute irgendwie Probleme, die richtigen Worte zu finden. Da steckt so viel Herzblut ist das Falsche. Aber Blut und Schweiß klingt irgendwie auch zu brutal. Aber auf jeden Fall, es ist da halt viel Hirnschmalz drauf verbraten worden und das sollte eigentlich alles sehr, sehr genau stimmen. Und daher glaube ich eher, dass es halt vielleicht ein Verständnisproblem ist. Also klar, wenn ich jetzt hier zwei Positionen aufmache, ich will nicht long gehen. Ah gut, gehe ich halt long. Wenn ich jetzt hier zwei Positionen aufmache und das ist jetzt nicht das Kunststück, die zusammenzurechnen, ne? Und weil da gibt es ja einfach nur eine Floating PL, die wird halt addiert. Und das war's dann. Das ist ja eigentlich so das Allereinfachste. Also jetzt rein von der Statistik her. Also da brauche ich jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich da unten reinzugucken, um zu sehen, dass das stimmt. 1,76352, das ist ja nur die Floating PL. Ne? Das heißt, die Werte, die sind ja halt gerade da. Ne? Nur sobald ich aber hingehe und jetzt hier als Beispiel dann halt irgendwie eine Teilschließung vornehme oder halt eine zumache und dann wieder eine aufmache, dann steht natürlich nachher was ganz anderes da, weil halt die ganzen Schließungen werden ja halt mitgerechnet, ne, bis das ganze Ding flat ist. Und das ist ja natürlich so gewollt. Und deswegen gibt es auch hier einen Unterschied schon mal bei der Pool PL im Vergleich zu der anderen PL. Das kann dann natürlich auch schon mal oder wird dann in jedem Fall deutlich abweichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal eine wieder zumache und dann nochmal auf, ne? So, und dann sieht man ja hier schon, da stehen jetzt 6,15 € und hier oben stehen, beziehungsweise das ja an, hier stehen 13 €. So, falls das gemeint ist, das ist kein Fehler, das ist schon richtig so. Ne? Weil er halt den Close, den ich gerade gemacht habe, der wird ja hier mit reingerechnet. Und deswegen weicht das halt auch hier oben voneinander ab. Ne? Aber hier Pool G und V, ne? Also das, was hier oben steht, das sollte in jedem Fall immer dementsprechend, was auch hier ist. Wobei aber auch da nur das gerechnet wird, was hier zur Strategie gehört. Ne? Das heißt, da kann ich ja auch nochmal alles voneinander trennen und kann ja mit mehreren Strategienamen gleichzeitig ja halt auch hantieren und dann stimmt es natürlich auch nicht mehr. Ne? Also mit dem hier unten überein. Also das hier ist ja eigentlich, generell braucht man das ja nicht wirklich, was hier unten steht. Das ist ja nur die Floating PL, die interessiert ja im Endeffekt gar keinen. Sondern das einzig Entscheidende ist ja halt, was beim Trade insgesamt dabei rauskommt. Ne? Also inklusive irgendwie alles auf und zu. Ne? Nur mal als Beispiel. Ich wusste, Long ist falsch. Aber egal.
Ich möchte nur Genau. ergänzen, falls Sie natürlich Fragen zu Ihren Trades haben, dann unbedingt sich beim Service melden und wir gehen der Sache natürlich nach. So, ne, also hier zum Beispiel auch, ich kann es, also er schreibt doch gerade hier, ne, dann passt das, ja. Genau, ne. Also das ist halt für, ich glaube, das machen aber andere gute Plattformen auch, dass die das halt rechnen können, ne. Und ich glaube, Ninja oder so ist es halt auch, kann man das, glaube ich, auch machen, dass da halt eben alles Mögliche mitgerechnet wird. Und ne, weil gerade wenn man jetzt irgendwie als Beispiel mit mehreren Positionen halt arbeiten, zum Beispiel halt irgendwie im Scalping oder halt auch bei längeren Geschichten, dann halt zum Beispiel sage, na gut, hier unten würde ich halt nochmal was rausnehmen, nur mal als Beispiel, ja, und dann halt mal gucken, ob ich da weiter runterkomme. Und an der Stelle bin ich ja dann halt natürlich mit mehreren Positionen unterwegs, also hier mal kurze Ausbrüche, kann ich ja nur mal versuchen, das mal irgendwie kurz darzustellen, ja, weil der, mein Break-Even, den ich jetzt hier sehe, der ist jetzt relativ knapp. Die Position ist jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, sie wäre groß, ja, mit 4 Kontrakten und das wäre mir grundsätzlich zu viel. Und dann würde ich das Ding ja halt hier skalieren, ne? Und damit man da halt den Überblick behält, und nicht dann irgendwie mit einem Taschenrechner da sitzen muss. Jetzt komm schon kurz runter. Komm einmal hier drauf. Und damit man da nicht den Taschenrechner braucht oder mit einer Excel-Tabelle dann halt rumfummelt, wird es dann halt in Echtzeit mitgerechnet. Gerade mal gucken, ob es jetzt geht. Da muss der Dauer jetzt aber hier einen kurzen Absacker hier hinlegen und dann sieht man das halt auch. Jetzt bleibt er natürlich genau da stehen, ist ja klar, ne? Das ist ja wieder typisch. Ja, gut, da war ich auch ein bisschen übermotiviert mit der letzten, aber 1842, ja, ich lasse den mal kurz hier stehen. Und das kann man bestimmt dann gleich auch zeigen. Es gibt's nicht, oder? Wohler ohne Ende. Jetzt bleibt er hier stehen. Heftig. Ach ja. Ja, hier nochmal die VA, komm. Da können wir da jetzt mal kurz dran scheitern. Also das Konto hier ist, glaube ich, groß genug. Kann ich ja mal kurz übertreiben. So, machen wir hier mal richtig dick. Und skalieren jetzt einfach mal, bis der Arzt kommt. Komm, scheiß drauf. Geht ja nur um den Vorführeffekt hier. Beziehungsweise den Vorführeffekt. Ja, gerade schon. Ich wollte sagen, es geht nur um die Funktion hier. So, 34, aber es hält noch ein bisschen was aus, ne? Aber ist ja klar. So, der Peter, ich warte jetzt hier mal, ne, bis das Ding hier sich irgendwann wieder in die richtige Richtung bewegt. Ansonsten mache ich jetzt hier mal Martingale und guck mal, wie weit die ganze Nummer hier läuft. Einfach mal ein paar rein. Können natürlich jetzt auch hier im Verlust auflösen, aber sieht immer blöd aus. So, kleine Unschönheit in deinem DAX-Chart mit grauem Hintergrund sieht man, was die Bars ohne Körper. Diesen Weißen muss man mit Chart Properties die Farbe Black umstellen. In meinem DAX-Chart. Was ist denn, der sieht aber nicht anders aus als der hier. Und von daher weiß ich jetzt nicht, wie ich da jetzt gerade helfen soll. Peter, vielleicht mal irgendwie. Oh, die Martina um 18 Also Uhr 2. ich glaube, die Frage bezieht sich aber auch hier, wenn man in die Einstellung, Farbeinstellung vornimmt, eigene, und man hat aber Stereo Trader Einstellung nicht auf Custom gewechselt, das dann nicht übernommen wird beim nächsten Neustart. Okay. Das heißt, du kennst eigentlich die Antwort. So interpretiere ich die Frage. Aber ich kann daneben liegen, natürlich. Ja, nee, ich meine, das ist, ich freue mich ja, wenn du die Antwort kennst. Also dann. Ja, es war hier bezogen auf Kerzenstart-Charts, aber bisher, darüber haben wir schon sehr oft hier gesprochen. Wenn man eigene Vorstellungen hat über die Farben und Einstellungen und man hat es aber in den Stereo-Trader-Einstellungen nicht das Layout geändert auf Custom, sondern dann vordefiniert und man neu startet, dann wird das dann entsprechend geladen. Ah, okay. Ja.
Also grundsätzlich bei eigenen Farben, ne, also die Standardfarben, die sind ja schon halt alle aufeinander abgestimmt, ne? Also es gibt ja hier so diverse Farbpaletten hier bei Layout, ne? Und die sind natürlich alle halt sauber abgestimmt, aber es gibt trotzdem halt auch immer noch die Möglichkeit, weil egal, auch wenn ich hier 100 einbaue, da würde immer noch einer sagen, nee, ich will aber noch einen anderen Blauton. Und deswegen gibt es dann halt die Custom-Einstellungen und die sollte man natürlich dann vorher auswählen, bevor man halt irgendwelche Farben ändert und dann sollte das auch eigentlich übernommen werden. So, und kriegen wir es noch hier? Meine Güte, kommt doch ein bisschen runter. Nur so ein paar. Komm schon. Will nicht, ne? Ah, so, da ist er. So, wenn ich dann jetzt hier anfange, ne? So, jetzt habe ich den aber nicht ganz zugemacht. Nee, ne? So, jetzt sieht man es halt deutlich. So, machen wir die mal alle weg. Jetzt habe ich hier noch meine ursprünglichen vier, habe aber zwischendurch was aufgelöst. Und jetzt habe ich halt hier eine krasse Abweichung. Ne? Da unten sind jetzt irgendwie 20 Euro und hier im Trade sind eben 100 irgendwas. Ne? Und der Break-Even liegt jetzt plötzlich da oben. Das ist kein Darstellungsfehler, sondern das ist halt gerechnet. Ne? Das heißt, jetzt, ich habe ja zwischendurch jetzt hier Positionen aufgelöst im Gewinn. Und das wird halt punktemäßig umgerechnet auf den laufenden Trade, so dass mein rechnerischer Break-Even hier oben liegt. Das heißt, wenn ich also hier oben rausfliege an der Stelle, dann gehe ich mit insgesamt null raus. Ne? Also alle Positionen, die ich aufgemacht habe und geschlossen habe, seit der ersten Position, die erste war, glaube ich, die hier. Ne? Und das wird halt alles mitgerechnet. So, und wie gesagt, rechnerisch bin ich jetzt hier oben, weil ein Trade aus der Definition vom Stereotrader ist halt eben nicht eine Position, sondern hat eben alle Positionen von der ersten bis zur letzten, also von Anfang bis flat. Ja. Und daraus ergibt sich halt hier eine abweichende Darstellung. Und wem das jetzt zum Beispiel, wenn er sagt, ah, das finde ich aber jetzt doof, dass die da oben liegt, ich meine, ist es natürlich ja nicht, weil es ist ja eigentlich genau das, was man möchte. Ich will ja nicht nur die Zahl hier kennen, ich will auch sehen, okay, bis wohin kann der Markt laufen, bis ich da halt ein Minus rausfliege. Und das wäre jetzt dann tatsächlich hier oben. Ne? Obwohl ich hier unten angefangen habe, liegt mein Break-Even jetzt hier oben, eben bedingt durch die Skalierung. Die war jetzt natürlich ein bisschen brutal, aber es muss ja halt auch hier mal kurz schnell gehen. Und das steckt eben dahinter. Und die normale Darstellung wäre halt die, das kann man hier oben umstellen, da gibt es so einen kleinen Schalter, Trade-BE-Linie handeln, ne? Steht hier oben dran. Und dann sieht man halt auch, ja, ah, alles klar, ne? Und plötzlich stehen auch die gleichen Zahlen hier wieder drin. Ja, sieht man. Hier Trade bleibt gleich, aber wenn ich das halt ausschalte und dann wird halt ganz normal mein Break-Even, also der Mittelwert, von dem angezeigt, was noch gerade offen ist. Was jetzt aber zwischendurch geschlossen wurde, ist hier nicht berücksichtigt. Ne? Aber das ist halt so die normale, gewöhnliche Darstellung. Ne? Aber die hier ist natürlich viel intelligenter. Aber auch hier sieht man noch hier oben so ein gelbes Ding. Das heißt, auch da zeigt es an, hier oben ist eigentlich rechnerisch mein Break-Even. Nur so ist halt ein bisschen komfortabler, weil dann sehe ich halt direkt, alles klar, brauche ja nicht zwei Linien, sondern ich will ja den Trade einen Plus machen. Und von daher ist mir natürlich wichtiger, dass mein rechnerischer Break-Even dann halt zu sehen ist. Ne? Gut. So haben wir das doch wenigstens hier vernünftig beantwortet. So, die Martina. Aber hier Fragen bitte keine mehr, ne? Weil das schaffen wir nicht. Zu den Indikatoren wie SDX30, ja, habe ich tatsächlich auch schon ewig nicht mehr aufgehabt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Kann sogar sein, dass die gar nicht mehr stimmen. Jetzt muss ich mal gucken. Also SDX30, damit ist das eine Indikation für den DAX. SDI30 ist eine Indikation für den Dow. Und das heißt, hier ist einfach nur so ein bisschen mehr drin, als das, was halt hier sowieso schon on board ist. Weil on board habe ich ja grundsätzlich hier die Symbollinie, ne? Die kann ich ja aktivieren. Dann habe ich halt hier Vortagesschluss, Future-Öffnung, dann halt hier, wann die Asiaten gehandelt haben und so weiter. Ne? Das wird dann halt hier mit Linien dargestellt. Ja, so sieht man es ein bisschen besser. Ne? Also wo das auch anfing, hier dann der Future. Gestern der Kassaschluss, der von heute ist natürlich noch nicht da, ist klar. Und
mit dem Add-on, zum Beispiel mit dem SDGI 30. Ich mache mal einen anderen Timeframe, damit man das ein bisschen besser sieht. So, komm, den machen wir zu. Damit man es mal ein bisschen besser sieht. Dort kann ich das halt über mehrere Tage dann auch darstellen. Ne? Das heißt, machen wir hier alles andere mal kurz aus, damit man es besser erkennen kann. Und dann sieht man halt hier jetzt zum Beispiel, ne, von den verschiedenen Tagen, sehe ich jetzt hier, da war die Eröffnung, da war der die Future-Eröffnung, Kassaschluss und so weiter. Dann kann man hier noch eine Open Range, glaube ich. Zumindest ging es mal. Warum geht das jetzt nicht? Liegt das im Timeframe? Ich habe das schon 100 Jahre nicht mehr aufgehabt. Ja, also das sind die Preisen. Zonen, ey, ich muss echt. Wow, das Ding ist schon so alt. Der Gabor hat das immer verwendet. Gabor Mehringer, der hat das irgendwie tausendmal irgendwie drin gehabt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Zonen sind, ehrlich gesagt. Ja, aber hier zum Beispiel dann halt die FIBO-Levels halt von den einzelnen Tagen sieht man dann halt hier. Genauso wie die Pivot-Punkte, aber dann alles über mehrere Tage dann halt verteilt. Warum man aber das hier nicht sieht, frage ich mich gerade auch. Ah doch, da sind sie doch. Hier in Gelb, ne? Waren wir vorher ein bisschen schwach. Ja, aber hier zum Beispiel dann halt die Open Range, also man sagt irgendwie, das ist halt meine Eröffnungsstunde. Das kann man dann halt hier alles so ein bisschen netter über mehrere Tage verteilt. Ist ein bisschen schwach hier nur von der Darstellung. Kann man das halt damit alles machen. Was jetzt die Zonen sind, ich sage, ich weiß es gar nicht mehr. Zonen. Steht da irgendwas dabei? Nö. Ja, und das ist halt, und das SFX, das bezieht sich halt auf Forex-Märkte. Und dort kann man es natürlich dann genauso machen. Ne? Das heißt, dort gibt es ja keine Kassaeröffnung oder so. Ist das damit beantwortet? Ja, es ist halt echt so ein bisschen schwach hier, nur von der Darstellung, aber vom Prinzip her funktioniert es ja alles. Jo, okay. So, Leute, es wird eng. Nelson, müssen bremsen. Ja, also definitiv, wir haben noch einige Fragen. Deswegen werden wir jetzt alle Schön, Fragen, ich die jetzt dazu kommen, leider es nicht mehr schaffen. Seit MT4, boah, nur Backtesting nicht mehr. Boah, nee, das ist too much. Also Roland, ich habe hier gerade deine Frage wegen Tick Story und so weiter. Da kann ich irgendwie gar nichts zu sagen. Also auch jetzt hier, ne, mit dem Bild 1350. Was haben wir denn für ein aktuelles eigentlich? Also wo von unserer Seite auch gesagt wird, ja, passt. Aber manuell importiert, da ist das leider echt viel zu speziell, sorry. Also geht es darum, der Roland fragt, hat hier Probleme mit verschiedenen Indikatoren, die bestimmte Funktionen benutzen, wenn er Daten halt importiert in den MetaTrader manuell. Das hat, ja, da bin ich leider irgendwie komplett überfragt. Hat ja auch mit dem SteoTrader jetzt erstmal nichts zu tun. So. Und was haben wir noch? 18:25. Ja, kann ich den SteroTrader auch auf verschiedenen PCs in verschiedenen Versionen? Ja, klar. Also spricht nichts dagegen. Also ich weiß nicht, was mit Versionen gemeint ist, ne? Aber grundsätzlich ja. Haben wir nichts dagegen. Oder Nelson? Also auch rein lizenztechnisch, ne? Ist das ja Ja. eigentlich. Spielt es ja keine Rolle. Okay, so. Dann 18:31, Sebastian. Die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. War das nicht in der Gruppe, Sebastian? Wie kann man beim Trail?
im Stereo Trader die Linienfarbe ändern, die standardmäßig bei einem Long Trade weiß ist. Was ist denn denn damit gemeint? Meinst du das hier? Ah, gut, das ist eine berechtigte Frage, sehe ich gerade. Ja, weil man sieht die ein bisschen schlecht, wenn man einen hellen Chart hat, das gebe ich zu. Gerade noch vorhin gesagt, ne, so die Farben sind ja alle abgestimmt, ja. Ja. Zack, schon habe ich wieder eine auf dem Deckel. Was habe ich denn eigentlich immer? Ich weiß gerade selber nicht. Nee, Dew ist es nicht. Was habe ich denn eigentlich immer drin? Muss ich selber überlegen. Smoke, Weed? Nee. Oder? Ja, doch, ich glaube, ich bin eher so unterwegs immer noch. Ich habe keine weißen Charts. Ja, die ist halt angelehnt an die Kerzenfarbe. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das ist richtig. Man kann sie nicht manuell ändern. Oh, ich habe hier 15 Kontrakte, okay. Man kann sie nicht manuell ändern, weil das Problem wäre wirklich, wenn man halt alle Farben ändern können würde. Ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, wie lang die Farbtabelle ist, die da, die ist halt, also die gibt es teilweise auch gar nicht, ne? Die ist so eine feste Tabelle, weil halt eben ganz viele Farbwerte halt berechnet werden anhand der vorhandenen Farben und die nicht etwa irgendwo hinterlegt sind, ne? Und so auch diese hier, die ist nicht hinterlegt, sondern die wird halt ermittelt anhand der Kerzenfarbe und dem Kontrast, der da halt irgendwie vorherrscht. Und scheinbar ist die Berechnung nicht so klasse, wie ich gerade sehe. Also nicht alle Farben, die man sieht, sind irgendwo, stehen überhaupt in irgendeiner Tabelle. Aber die Tabelle an sich ist auch schon irgendwie diverse 100 Einträge lang. Weil das wäre halt ansonsten way too much. Okay. Kommt irgendwann der Supertrend zu den Trading Stops? Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Das ist schon, tatsächlich schon irgendwie mal gefragt worden. Also bis jetzt ist er nicht drin. Da wäre dann natürlich auch mal die Frage, welche Einstellungen. Ne? Aber dann kann man vielleicht halt auch. Also ich meine, man könnte ja irgendwie die Trailing Stops ja halt irgendwie endlos aufblasen, ne? Aber da ist man dann vielleicht mit dem Add-on dann halt vielleicht weiter, ne? Guck mal, kaum gesagt, schreibt da unten schon der Timo. Gibt es bereits in der Toolbox? Ich wusste es. Ja, weil das macht, da hat er halt aber schon recht, ne? Das macht halt mehr Sinn, ne? Weil sonst wäre halt hier irgendwie die Latte halt, keine Ahnung, die würde ja halt irgendwie immer länger werden. Und von daher, ja, also entweder dann halt über Add-on oder selbst programmieren, weil damit geht es ja dann halt auch. Warum lassen sich die TCL-Linien nicht im M2 und M3 anzeigen? Weil die Zeiten da teilweise einfach nicht gematcht werden können. Also ich kenne das Phänomen halt auch. Man denkt ja auch irgendwie, sollte eigentlich gehen. Aber da gibt es teilweise tatsächlich wirklich Stress mit den Zeiten, dass die nicht matchen. Das ist der Grund. Also im M1, M5 müsste es eigentlich gehen. M2, M3 muss ich mir nochmal angucken. Ja? Also das ist das, was mir auf Anhieb dazu einfällt. Wenn also zum Beispiel eine Linie, ja, wenn die dann mal irgendwie auf, weiß ich nicht, 20:15 Uhr endet, komme ich mit dem M2 halt nicht klar mit, ne? Weil die hat keine 15. Und dann gibt es die Linie dann halt nicht. Und das ist so ein bisschen doof. Aber ist ein ziemlich einfacher Grund. Und mit dem M3 ist dann halt alles, was irgendwie auf 10 Minuten endet oder 20 Minuten, passt dann erst wieder bei 30 Minuten oder dann halt bei 15, ne? Der Thomas. Der hat dann nochmal um 18:37 Uhr nachgelegt, wegen der Positionsgröße. Wollen wir wetten? Ich habe zwei Positionen, 10 und 10, gesamt 19 und irgendwas. Ja, kann sein. Die Wette haben aber schon andere verloren. Auch Programmierer.
die hier im Stereo Trader mit drin hängen, mit Add-ons. Damit meine ich nicht mal den Timo, sondern der Martin hatte auch mal sowas. Und das ist ein ganz akkurater, der mich immer quält. Und da hatten wir auch mal sowas. Da hat es am Ende doch gestimmt. Wegen weiß der Geier was. Also da brauche ich dann halt schon einen Beweis. Aber wie gesagt, ich kann es eigentlich, das heißt ausschließen, ja. Also dass die Berechnung ist ja nicht irgendwie, wie soll ich sagen, geraten. Die geht ja wirklich die Historie durch. Jeder einzelne Krümel, der dort irgendwo auftaucht, wird ja damit einbezogen. Und das ist halt wirklich so eine Latte an Berechnungen, an Berechnungen. Das ist nicht irgendwie so ein kleines Einmaleins. Die ist schon ein bisschen krasser. Und von daher behaupte ich mal, was natürlich mal zwischendurch gemacht wird, ist dann halt möglicherweise gerundet. Muss ich mal überlegen, Gründe der? Ich nicht. Aber das stimmt schon. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, da auch gerne irgendwie in die Testergruppe kommen und so, dann kann man sich sowas mal genauer angucken. Aber sollte alles stimmen. Wie gesagt, jetzt wird der Nelson auch ein Lied davon singen können. Das Update hat nämlich ewig gedauert, weil wir irgendwann mal die ganze Struktur von der Berechnung halt umstellen mussten, weil nämlich auch im MetaTrader was Größeres geändert war und das hat ewig gedauert. Also das Update und da steckt wirklich so viel Arbeit drin. Von daher würde mich das wirklich erstaunen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Weil also auch hier zum Beispiel die Historie, die man ja auch hier sieht, ne? Also die Statistik, das sind keine eigenen Daten oder so. Da wird der Stereotrader speichert auch gar keine Trade-Ergebnisse mehr. Und das wird alles halt komplett rausgelesen aus der Historie. Und das Gleiche gilt dann halt auch für einen laufenden Trade. Also es kann dann höchstens vielleicht, also wenn reden wir über vielleicht nochmal eine Rückfrage, Thomas, falls du noch da bist. Reden wir über den MetaTrader 4 oder über den 5? Weil im MetaTrader 4 wird quasi der MetaTrader 5 simuliert. Also da wäre es dann halt schon eher möglich, ja, dass dort halt noch eine Abweichung da ist. Aber im MT5. Also das heißt, muss man sich so vorstellen, im MetaTrader 4 wird quasi mit allen Positionen, die werden ganz anders aufgedröselt, als der MetaTrader 4 das eigentlich macht. Und da wird quasi eine Tabelle erstellt, die es im MT5 schon gibt. Ja, die wird also künstlich im Hintergrund erzeugt und dann am Ende wieder die Berechnung angewandt, die halt eigentlich vorher schon da war. Das heißt, dort könnte es tatsächlich dann auch mal zu einem Rundungsfehler kommen, dass da vielleicht mal ein Cent fehlt. Dort würde ich es dann echt nicht ausschließen. Aber im MT5 kann ich es eigentlich ausschließen. Nee, der MT5, okay. Gut, also wie gesagt, Testersgruppe oder so und dann kann man dem mal genau auf die Spur gehen. Okay. Gut. Dann vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage von Peter bezüglich deiner Farbeinstellung, deine weiße Kerze. Peter, jetzt siehst du die weißen Kerzen. Hä? So, ja, nee, habe ich ja vorhin gesagt, ne? Also, das ist um 18, gut, das war ich schon vor ein paar Minuten, genau. Nee, habe ich ja gerade gesagt, ne? Also, ich habe ja vorhin ja noch gemeint, so irgendwie, dass halt die ganzen Farben sind halt, wie gesagt, nichts hinterlegt, sondern werden gerechnet und da muss man halt dann, da muss ich an den Algorithmus da halt ran, ne? Und dann die Farbe dann halt als Beispiel invertieren, wenn der Kontrast, also da muss man einfach, aber ich muss jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ne? Also das war ja halt gemeint. Hier das, da oben das Ding. Hier mit Grau passt es ja, ne? Da ist es ja völlig in Ordnung. Es sieht ja halt dezent aus, nur wenn der Hintergrund jetzt eben weiß ist, dann sehe ich da halt nicht mehr viel, ne? Das heißt, das Ding geht ja hin und guckt, was haben die Kerzen, die Bullischen für eine Farbe? Ja, dann nehme ich die doch dann hier auch für den Trail. So. Und wenn jetzt natürlich dann aber der Chart dahinter weiß ist oder die gleiche Farbe hat und die Kerzen einfach nur hier eine Outline haben, dann sieht es natürlich ein bisschen doof aus, ne? Klar. So, das heißt, da müsste nochmal dann in eine Kontrastprüfung hinterhergeschaltet werden, die dann guckt, kann man das dann überhaupt noch sehen? Wenn nein, dann invertiert halt die Farben. Das heißt, dann wäre es dann als Beispiel dann dunkelgrau.
Oder so halt. Nur wenn oben gleich los. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Sache, das muss ich mir dann nochmal angucken. Aber danke für den Hinweis. Alright, haben wir's? Ich glaube ja. Ich hoffe, Sehr gut. ich habe nichts übersehen. Gut. Tschö. Wenn doch noch eine Frage offen geblieben ist oder wir hier etwas übersehen haben, dann natürlich gerne eine E-Mail an Service Ja, genau, das können wir machen. fxlabs.com Den nächsten. schicken. Und ja, du kannst auch ruhig meinen Satz beenden, Dirk. Nee, ist schon gut. Und dann versuchen wir das entsprechend zu lösen. Ich war nur kurz irritiert, welchen Finger du mir jetzt gerade gezeigt hast, aber gut. Was? Nein, ich stütze mich Ja, nur ja, ab. ja. Das, nein, nein, Gut, nein, nein. alles habe ich Nein, verstanden. nein, So, dann das. möchte ich mich natürlich bei Herrn Hilger bedanken für das Webinar heute und natürlich bei allen hier, die heute dabei waren und die Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und tatsächlich war das jetzt das letzte Helpdesk-Webinar für dieses Jahr. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir nächstes Jahr mit dieser Webinarreihe weitermachen können. Das entscheidet Dirk. Und würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind beim Live-Trading oder NFP. Und wünsche noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche. Und lieber Dirk, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Das ist gut mit dem Schlusswort, weil also mit dem Finger, ne, das, also ich habe ja durchaus behauptet, ich mal ein gutes Benehmen. Das würde ich niemals machen, ja. Also in der Öffentlichkeit, also ich mache es gerade schon wieder, siehst du ja, ne? Das ist halt wirklich, war definitiv. Nee, nee, das weiß ich wirklich von mir. Also so ein bisschen Anstand und Stil habe ich ja dann doch behauptet, ich mal. Also auf gar keinen Fall hatte das irgendwann, war das irgendeine Geste, die an dich gerichtet war. So, das sollte man, glaube ich, mal kurz festhalten. So, aber hat Spaß gemacht, dem schließe ich mich an. Ich hoffe euch auch. Und klar, also nächstes Jahr werden wir ganz sicher auch wieder Helpdesk-Webinare machen. Aber wir sehen uns ja auf jeden Fall auch vorher irgendwann noch. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, guten Start weiterhin in die Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst in diesem oder einem ähnlichen Theater, wollte ich gerade sagen. Ja, du weißt, was ich meine. Also entweder diesem Webinar, nein, das ist ja das nächste Jahr, aber wir sehen uns ja in Kürze hier bei FX Flat auf alle Fälle wieder. Also, bis dahin. Ich freue mich. Ciao. Tschüss.